Willkommen, meine Damen und Herren, zu den organismischen Pflanzenwissenschaften. Heute geht es um die Anpassung und zwar genauer um analog oder homolog. Anpassungen sind prinzipiell als Konstruktion zu bezeichnen, wo eben die Funktion eine Rolle spielt und eben der Bauplan, das was genetisch vorgeprägt ist. Und da spielen natürlich jede Menge verschiedene Dinge eine wichtige Rolle. Gut, im Grunde geht es immer um die eine Frage. Wozu braucht eine Pflanze eine bestimmte Struktur, um die Pflanzen ihre Lebenswelt wirklich zu verstehen? Wenn man die Funktionen diskutiert, dann haben wir natürlich primäre Funktionen der Grundorgane. Sie wissen das, die Blätter sind vor allem für Assimilation und Gasaustausch zuständig, die Achse ist für das Leitungssystem zuständig, für die Exposition von Blättern und Blüten und Früchten und natürlich für die Stabilität. Und die Wurzel verankert die Pflanze im Boden und nimmt Bodenlösung auf. Das haben wir in den letzten Wochen sehr gut alles verstanden. Aber es gibt natürlich weitere mögliche Funktionen. Ich habe mal ein paar hier aufgelistet. Und was Sie merken, ist, dass hier auch wieder Assimilation steht, auch wieder Verankerung steht, auch wieder Stabilität steht. Das werden wir dann gleich im Laufe der nächsten Vorlesungen aufklären. Insgesamt haben wir bei Anpassungen einige Themenfelder, das eine sind die Funktionen an sich. Hier werden wir zwei Vorlesungen machen, einmal die Ernährung und einmal alle anderen Funktionen. Dann haben wir hier diese Umwelt, ein ganz wichtiger Punkt, den man besprechen muss. Und dieser Teil heute geht über diesen Bereich Bauplan und zwar ganz genau um einige sehr wichtige Begriffe, nämlich Analogie und Homologie. Fangen wir an mit einem einfachen Ding, Blätter. Zwei Beispiele, einmal der gewöhnliche Seidelpass, hier ein Foto aus der Eifel, oder hier der stechende Mäusedorn, wo ich das fotografiert habe, ich glaube im Botanischen Garten in Aachen, ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Sie sehen hier abgeflachte Gebilde in beiden Fällen, die eben assimilieren, sind das hier beides Blätter. Nun kann ich Ihnen sagen, beim Mäusedorn sind es eben keine Blätter, das hier sind flächige Achsen, die haben bestimmte Namen, Achsenphyllodien und so weiter. Darauf werde ich später nochmal genauer eingehen. Zunächst mal sind es eben keine Blätter, sondern Achsen. Wenn wir also von den Funktionen ausgehen, dass das Blatt assimiliert, dann erkennen wir, wenn das hier also Achsen sind und keine Blätter, dass eben auch die Achse assimilieren kann. Also man muss schon sehr genau schauen, um zu argumentieren, wer jetzt gerade eben assimiliert. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, woher soll ich das wissen? Es gibt natürlich Argumentationshilfen, um zu entscheiden, ist eine Struktur, die in dem Fall hier funktionsgleich ist, diese beiden abgeflachten Gebilde sind ja funktionsgleich, haben also beide die Funktion der Assimilation, sind die analog, klar, auf jeden Fall, aber sind sie eben auch homolog? Das heißt, sind sie baugleich oder eben nicht? Und wie entscheide ich das? Also entscheide ich anhand von Argumentationshilfen, von genauer Analyse, indem ich mir das Gefügesystem anschaue, indem ich mir den inneren Bau anschaue oder indem ich mir Übergangsstadien anschaue. Und diese drei Kriterien zusammen, die sind sehr wichtig, weil man dadurch entsprechend sagen kann, ist eine bestimmte Struktur mit einer anderen Struktur homolog oder nicht? Und auf der Basis sind dann eben auch Verwandtschaftsaussagen möglich. Wenn ich analoge Strukturen habe, dann ist das eine Beschreibung einer funktionalen Ähnlichkeit. Das ist wichtig. Das sind parallele Entwicklungen in der Phylogenie, also in der Entwicklung, evolutionären Entwicklung, aber die beruhen eben nicht auf einer gemeinsamen Verwandtschaft. Das bedeutet, diese Unterscheidung in homolog und analog, funktionsgleich bzw. baugleich, ergibt uns zugleich ein Instrumentarium, um zu entscheiden, sind bestimmte Organismen näher verwandt oder eben nicht. Wir beschäftigen uns hier vor allem mit morphologisch bzw. anatomischen Merkmalen, aber es gibt natürlich viel mehr Merkmale, physiologische Merkmale, biochemische Merkmale, molekularbiologische Merkmale. All die zusammen unterscheidet man in homolog oder eben analog, um zu schauen, ob bestimmte Organismen verwandt sind oder nicht. Jetzt gucken wir uns nochmal den Mäusedorn an. Ich habe jetzt behauptet, dass diese abgeflachten Gebilde Achsen wären. Gucken wir uns das mal ein bisschen näher an. Hier sieht man die eigentlich relative Hauptachse, wie sie hier nach oben sich hier plötzlich aber in ein flächiges Gebilde verwandelt. Dann sehen wir, dass unterhalb dieser flächigen grünen Organe solche
kleinen braunen Reste befinden. Und wenn Sie Glück haben, die Pflanze blühend sehen, dann finden Sie plötzlich die Blüten mitten auf einem solchen Fläschchen gebildet. Das heißt, wir haben drei Dinge, die uns zunächst mal auffallen: die Blüten, die Tragblätter und das abgeflachte Ende einer Seitenachse. So, und wenn Sie diese drei Argumente sich anschauen, dann können Sie in Bezug setzen zu den Argumentationskriterien und können sagen, okay, Blüten auf abgeflachten Gebilden. Wir wissen, dass Blüten an Achsen stehen und eben nicht an Blättern. Also haben wir hier ein Kriterium, ein vergleichbares Gefügesystem. Das heißt, wir wissen, Blüten stehen nicht an Blättern, sondern Blüten stehen gemeinhin an der Achse. Ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Das zweite ist, wir haben Tragblätter. Sie wissen, wie Seitenachsen entstehen, nämlich aus der Achselknospe. Und wenn wir hier Tragblätter haben, dann sind offenbar diese Flächengebilde eben aus Achselknospen dieser kleinen, bräunlichen, unscheinbaren Tragblätter entstanden. Also von der Lage her ist das jetzt hier eine Achse, weil sie ein Tragblatt hat. Und das dritte Argument, das wäre jetzt ein Kriterium der Kontinuität, ist der Übergang. Wenn Sie hier eine rundliche Achse haben, die rundliche Achse wird dann oben irgendwann ein flächiges, im Wachstum begrenztes Gebilde. Drei wichtige Argumente dafür, dass das wohl offenbar Achsen sind und keine Blätter. Was Sie merken, es fehlt der innere Bau. Auch das könnte man noch zu Rate ziehen. Müsste jetzt genau schauen, sehen diese anatomischen Verhältnisse hier in solchen abgeflachten Achsen ähnlich aus, wie wir sie von Achsen kennen oder ähnlichem mehr. So, das sind also die Argumente, weshalb wir sagen können, dass diese Flächengebilde nicht mit Blättern, sondern mit Achsen homolog sind. Gehen wir bei den Kriterium der Kontinuität noch mal einen Schritt weiter. Das geht eben nicht nur innerhalb einer Pflanze, das geht auch bei nahe verwandten Arten. Auch das kann man sehr schön analysieren. Und da habe ich das Beispiel Rachesblatt genommen. Das ist der Spitzwegerich Plantago lanceolata. Und dieser Spitzwegerich hat Blätter. So, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, noch mal in Erinnerung rufen. Wir haben den Blattgrund, wir haben den Blattstiel und wir haben das Oberblatt. Das ist jetzt nicht Plantago lanceolata, sondern irgendein Blatt. Und wir haben hier oben das Oberblatt. Wir kennen aber auch Fiederblätter. Das bedeutet, die Blattspreite entspricht diesem Bereich hier. Hier ist dann der Blattstiel, hier ist der Blattgrund. Und diese Blattspreite ist gegliedert in verschiedene Blattfiedern und in die Blattspindel oder Rachis genannt. Und was jetzt hier beim Plantago lanceolata passiert ist, dass dieses flächige Gebilde hier, das ist ein Blattteil, und zwar genau dieser Rachisbereich. Das ist homolog mit diesem Bereich. Das nennt man eben Rachisblatt. Wie kommt man auf die Idee, das mit dem zu homologisieren? Und dann nimmt man eben nahe verwandte Arten. Wir haben also einerseits den Plantago lanceolata, den Spitzwegerich, aber hier auch den Plantago coronopus, den Krähenfußwegerich. Und wenn Sie sich die beiden anschauen, Lanceolata mit abgeflachten Blättern mit paralleler Nervatur und das hier ist Plantago coronopus. Und nehmen Sie mal ein Blatt ein bisschen größer raus, dann sieht man hier wunderbar eine verbreiterte Rachis mit reduzierten Fiedern, aber noch deutlich zu erkennen. Und die sind einfach beim Plantago lanceolata noch weiter reduziert worden und diese Fläche hier in der Mitte wurde noch weiter ausgebaut. Darum sind das Rachisblätter, also homolog mit einem Teilbereich eines Blattes. Ich werde das später nochmal genauer erklären, wenn wir um Assimilation diskutieren, aber grundsätzlich kann man solche Übergangsstadien nehmen, um zu entscheiden, wo kommt eigentlich eine solche spezielle Struktur her vom Bauplan. Sie merken also, diese Diskussion ist eine Struktur analog, ist sehr einfach, ist assimilierend, ist grün, ist abgeflacht, okay, es hat die Funktion der Assimilation. Das ist relativ leicht herauszufinden. Dann aber zu schauen, womit ist denn diese Struktur dann zu homologisieren, ist nicht immer so ganz leicht. Da muss man eben sehr genau wissen, wie ist das Gefügesystem, wie ist der innere Bau und man muss sehr genau beobachten, gibt es Übergangsstadien. Jetzt gehen wir noch ein bisschen näher auf die Analogie ein. Also eine parallele Entwicklung in der Phylogenie, das ist so richtig, aber wir nehmen noch mal ein anderes Beispiel. Eine Wuchsform, auch das werde ich später noch genauer erklären, eine Wuchsform, die ähnlich aussieht wie ein Kaktus.
So, Kaktazee ist eine Familie, da habe ich hier auch ein Beispiel, nämlich hier den Warzenkaktus. Das ist eine ganz typische Vertreter aus der Familie der Kaktazee, also was so in Amerika vorkommt. Dann haben wir hier einen hübschen stacheligen Gesellen, das ist ein Wolfsmilchgewächs, eine Euphorbiazee. Und das hier ist nochmal ein dritten Palm, die Madagaskar-Palme, eine Apocynaceae. Offenbar haben die drei viele Gemeinsamkeiten im Wuchs, also eine wenig verzweigte Gestalt. Die Blätter sind zumindest teilweise reduziert. Wir haben Dornen oder Stacheln hier vorliegen. Wir haben eine sukkulente Gestalt. Alles Ähnlichkeiten. Und da fragt man sich natürlich, ist das jetzt homolog oder analog entstanden? Sie können sich vorstellen, bei den verschiedenen Familien klingt das nicht gerade nach Homologien. Aber wir haben natürlich trotzdem hier die Achsen. Alles ist mit Achse zu homologisieren. Das ist jetzt gar nicht die Frage. Aber diese Gesamtgestalt, wo kommt die her? Und jetzt muss man überlegen, welche Merkmale kann man nehmen. Man nimmt natürlich einerseits den Wuchs, aber man nimmt zum Beispiel auch sehr viele generative Merkmale, der Blütenbau. Und die Blüten sehen doch schon bei den beiden Familien Apocynaceae und Kaktazee sehr unterschiedlich aus. Und die Euphorbia haben natürlich einen speziellen Bau, Cyathien. Das ist eine extrem stark reduzierte Blütenstand, beziehungsweise mit sehr stark reduzierte Blüten. Und hier ist ein ganz anderer morphologischer Aufbau, als es hier oder hier der Fall ist. Insgesamt also aufgrund vieler anderer Merkmale sind diese drei Familien nicht näher verwandt, haben aber einen ähnlichen Wuchs. Wenn man jetzt wieder Analogien benimmt, eine Parallelentwicklung in der Phylogenie, dann können wir zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Konvergenz, also ähnliche Ausgestaltung von nicht baugleichen Organen, Blattdorn, Sprossdorn oder eben diese flächigen Gebilde, also eine Achse, die rundlich ist oder eine Achse, die flächig wird. Und dann gibt es eben den Parallelismus, dass eben in verschiedenen Verwandtschaftsgruppen eine bestimmte Gestaltung ähnlich wird und eine ähnliche Funktion hat, wie zum Beispiel der sogenannte kaktoide Wuchs. Diese beiden Begriffe sollte man zumindest im Hinterkopf haben. Analogie stimmt eigentlich immer, aber es geht eben um zwei verschiedene Dinge. Einmal geht es innerhalb des Organismus um eine Ausgestaltung der Organe, andererseits geht es zwischen Organismen um eine parallele Entwicklung. Und das sind eigentlich die wichtigen wissenschaftlichen Arbeiten, die man machen muss. Wir analysieren eine Struktur, sei sie makroskopisch sichtbar oder im Bereich der Molekularbiologie, und versuchen, die mit anderen Strukturen anderer Organismen in Beziehung zu setzen, um zu schauen, wer ist homolog und wer ist verwandt und wer nicht. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Viele tausend Leute haben daran gearbeitet, immer nach Homologien gesucht, weil darüber kann man nämlich in der Stammesgeschichte Verwandtschaften zuordnen oder nicht. In der Botanik genauso wie in der Zoologie und so weiter. Insgesamt ist das die Voraussetzung, insbesondere mit der Analogie und Homologie, um alles Weitere, was wir jetzt demnächst besprechen werden, zu verstehen. Wir müssen immer bereit sein, die Dinge, die wir erkennen, zu analysieren und entsprechend zu bewerten. Eine Begriffsliste für diesen ersten Teil wären diese paar Wörter, und natürlich bedanke ich mich sehr fürs Zuhören.